Peter Gustav Lejeune Dirichlet wurde am 13. Februar 1805 in Düren geboren und war einer der bedeutendsten Mathematiker des 19. Jahrhunderts. Er hatte nicht nur die Zahlentheorie revolutioniert, sondern auch in anderen Bereichen der Mathematik bedeutende Beiträge geleistet. Schon früh zeigte Dirichlet eine außergewöhnliche Begabung für Mathematik. Mit 12 Jahren besuchte er das Beethoven-Gymnasium in Bonn und wurde von Peter Josef Elvenich betreut, der ein Bekannter der Familie Dirichlet war. Später wechselte er zum Marzellengymnasium in Köln und wurde dort unter anderem von Georg Simon Ohm unterrichtet. Im Mai 1822 begann Dirichlet ein Mathematikstudium in Paris, wo er mit den bedeutendsten französischen Mathematikern zusammentraf. Darunter Jean-Baptiste Biot, Joseph Fourier, Pierre-Simon Laplace und Simon-Denis Poisson. Dirichlet machte 1825 erstmals auf sich aufmerksam, als er zusammen mit Adrienne-Marie Legrandre die Fermatsche Vermutung für n gleich 5 bewies. Später lieferte er noch einen Beweis für den Spezialfall n gleich 14. Die Allgemeingültigkeit dieses Satzes konnte erst 1994 bewiesen werden. 1827 wurde Dirichlet von der Universität Bonn ehrenhalber promoviert und habilitierte sich noch im selben Jahr als Privatdozent an der Universität Breslau, auf Empfehlung von Alexander von Humboldt. 1828 zog ihn Alexander von Humboldt nach Berlin, wo er zunächst an der Allgemeinen Kriegsschule unterrichtete und später an der Bauakademie. Dirichlet wurde 1829 zum Privatdozent ernannt und 1831 zum außerordentlichen Professor der Mathematik an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. Dirichlet heiratete am 22. Mai 1832 Rebecca Henriette Mendelssohn, eine Schwester der Komponistin Fanny Hensel und des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Im Jahr 1855 trat Dirichlet in Göttingen als Professor der höheren Mathematik die Nachfolge von Carl Friedrich Gauss an und hatte diese Position bis an sein Lebensende. Er forschte auf dem Gebiet der partiellen Differentialgleichungen, der bestimmten Integrale und der Zahlentheorie und war einer der ersten Mathematiker, die die bis dahin getrennten Gebiete der Zahlentheorie und der Analysis verknüpften. Seine Forschungsergebnisse sind in zahlreichen Begriffen und Sätzen benannt, darunter der Dirichlet-Kern, die Dirichlet-Verteilung und die Dirichlet-Zerlegung. Nach seinem Tod wurden Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie von Richard Dedekind herausgegeben und mit einem berühmten eigenen Anhang versehen. Dirichlet war zu seiner Zeit für die Strenge seiner Beweise bekannt. In einem Brief an Alexander von Humboldt schrieb Carl Gustav Jacobi im Jahr 1846, «Wenn Gauss sagt, er habe etwas bewiesen, ist das mir sehr wahrscheinlich. Wenn es Cauchy sagt, ist es ebenso viel pro wie contra zu wetten. Wenn Dirichlet es sagt, ist es gewiss.» Diese Aussage unterstreicht die hohe Anerkennung, die Dirichlet als Mathematiker genoss. Dirichlet hatte auch viele Schüler, darunter berühmte Mathematiker wie Richard Dedekind, Bernhard Riemann, Gotthold Eisenstein, Rudolf Lipschitz und Hans Sommer. In Dirichlets Haus musizierte der Geiger Josef Joachim und Agathe von Siebold. Im Juni 1856 besuchte ihn Karl August Varnhagen von Ense aus Berlin und beschrieb in seinen Tagebüchern das Haus, den Garten und dessen Pavillon.
Dirichlet wurde auf dem Bartholomäusfriedhof in Göttingen beigesetzt. An der Weihestraße 11 in Düren, wo Dirichlets Geburtshaus stand, erinnert eine Gedenktafel an den berühmten Mathematiker. Der Dirichletweg in Düren ist ebenfalls nach ihm benannt. Wenn du mehr über Richard Dedekind erfahren willst, der ein Schüler von Dirichlet war und Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie herausgab, dann schau dir dieses Video an.